Also heute bin ich mal wieder über eine irre Verschwörungstheorie gestolpert. Hier auf JuWatch, also Journalistenwatch, wie Google unser Denken vergiften will. Das kann ja gar nicht wahr sein. Also das kann ich nicht glauben. Und doch gibt es so eine Seite. Das ist ein neues Projekt von Google und nennt sich Perspective. Und das soll Webseitenbetreibern helfen, die es mit Kommentaren zu tun haben, also Zeitungen, Fernsehsender oder auch YouTube, wo ganz viele Kommentare unter den Inhalten drunter stehen, die man gar nicht mehr bewältigen kann, ja. Dieses neue Google-Projekt soll die gleich mal vorsortieren. Und zwar ist das Kriterium die Toxizität, ja. Also als wie toxisch könnten die anderen Teilnehmer dieser Diskussion die neue Meinung, die jetzt eingetippt wird, vielleicht ansehen, ja? Also, und wie sehr würde die Meinung dann vielleicht stören, Ärger machen und so weiter, ja? Und diese Seite gibt es wirklich und die habe ich jetzt mal ausprobiert. Sie können praktisch testen, ob Ihre Meinung toxisch ist oder nicht. Und ich finde, das brauchen wir einfach ganz dringend. Man hat ja gar keine Ahnung, was man eigentlich für ein Gift da ablässt, für ein Meinungsgift, ja. Und also, wir können jetzt mal hier so ein paar Begriffe hier, da haben die so ein Fenster. Writing Experiment. Testen wir mal folgende Meinung. Merkel is a criminal. Okay. Das kann man zurzeit öfters lesen. Merkel ist eine Kriminelle. Gucken wir mal. Oh, 92% likely to be perceived as toxic. Oh, also mit 92%iger Wahrscheinlichkeit, dass das als toxisch wahrgenommen wird, wenn sie damit irgendwo auftreten. Oder was man zurzeit auch häufig hier in Deutschland lesen kann, Merkel is a traitor. Das Tool gibt es noch nicht auf Deutsch, deswegen muss ich das hier übersetzen. Also Merkel ist eine Verräterin. Das gefällt Google auch gar nicht. Also lassen Sie das besser. Da steht jetzt nämlich 97% likely to be perceived as toxic. Was machen wir denn da? Also versuchen wir es mal. Wie können wir es Google eigentlich recht machen? Versuchen wir es mal mit Obama. Okay, Obama. Obama für sich genommen ist schon mal okay. Nur 4% toxisch. Ja. Und also es ist fast so was wie politisches Biofutter, ja, Bioessen, ja. Und da machen wir jetzt mal einen Test. Da machen wir, schreiben wir mal hin, was a bad president. Obama was a bad president. Oh, das gefällt Google auch nicht. 88% Toxizität. Machen wir es einfach mal mit good, okay? Was a good president. Oh, nur noch 2% toxisch, also praktisch total sauber, ja? Na geht doch, wir sind doch lernfähig. Einfach was Gutes schreiben über die Präsidenten, nichts Schlechtes. Das wollen wir ja gar nicht, ja? Denselben Test machen wir nochmal mit Merkel. Merkel is a bad chancellor. Also Merkel ist ein schlechter Kanzler, 34% toxisch, ja. Also schon signifikant unangenehm. Ja, also machen wir es mal einfach mit gut. Chancellor. Ha, na geht doch 0% toxisch, 0% toxisch. Also, man muss die Dinge einfach positiv sehen. Nicht sowas schreiben wie zum Beispiel, warten Sie mal, Merkel ist unbearable, untragbar. Oh, 60% toxisch. Naja, also, oder machen wir es mal ganz primitiv. Merkel ist bad. 73% toxisch. Also, machen wir einfach mal was Netteres. Seien Sie doch mal netter, okay? Google meint einfach, seien Sie mal netter. Merkel ist fein. Na, geht doch. 1% likely to be perceived as toxic. Na, geht doch. Oder machen wir es nochmal mit gut, damit es auch in einfacher Sprache ist. Ja, auch nur 1% toxisch. Ja? Also wissen Sie was? Wir müssen uns da einfach mal umstellen, ja? Und es geht da ja auch nicht nur
um Personen, versteht sich, sondern natürlich auch um Meinungen oder gesellschaftliche Phänomene. Zum Beispiel, was man auch oft lesen kann, also in dieser Zusammenfassung schreibe ich das jetzt mal: I don't like homosexuals. Das geht gar nicht. 90% Toxizität, ja, aus Sicht von Google. Oder I don't like gays, Schwule. Oh, 92% Toxizität. Machen wir mal die Gegenprobe mit Heteros, okay? Also, ob man zum Beispiel auf die schimpfen darf. Ach, das sind nur 3% Toxizität. Ach so, das können Sie also sagen nach Google. Ja? Also, dass Sie Schwule nicht mögen oder Homosexuelle, das geht gar nicht. Aber Heteros, die dürfen Sie ruhig ablehnen. Kein Problem. Also, ich meine, Google sollte einfach mal einen Katalog aufstellen, so von politischem Wohlverhalten. Ja? Also, dann, nur um es dazu zu sagen, also, nicht, dass ich jetzt hier, denn wir sind ja hier auch bei Google, bei YouTube, ja? Also der Big Brother is watching us, ja? Also ich will mich gleich mal distanzieren von all diesen Meinungen, das sind hier nur Tests, ja? Und natürlich am allermeisten distanziere ich mich von mir selber, ja? Also, und damit das gleich mal klar ist, okay? Und was können wir denn noch testen? Ah ja, wir könnten es zum Beispiel mit Hautfarben machen. Ja, also wir machen es hier wirklich, wir machen hier plakative Tests, das sehen Sie ja. Ja. Also einfache Tests. I don't like black people. 84% Toxizität, das war zu erwarten. Das geht natürlich nicht, ja. Also wie ist es denn mit white people? Gegenprobe. White people, darf man die ablehnen? Oh, nur, no, das ist schon viel besser. Nur 63% Toxizität. Ja? Also, so ganz glücklich ist Google damit auch nicht, aber es ist schon mal 20% oder so besser oder weniger toxisch als I don't like black people. Ja? Okay, was könnten wir denn noch anstellen? Ah ja, nehmen wir mal. Wir haben ja vorhin schon mit President gearbeitet. Nehmen wir mal eine Hassfigur wie Assad. Ja? Assad is a good president. Haha, ne? So, das ist interessant. Also, es ist nur 1 zu 1% toxisch. Versuchen wir mal die Gegenprobe mit bad. Bad. Is a bad president. 83% toxisch. Also, man sieht schon, es geht nicht nur um Personen, sondern es geht eigentlich im Kern um gut und schlecht. Ja? Also es ist einfach besser, die Welt positiv zu sehen. Schreiben Sie was Nettes über die Menschen. Schreiben Sie was Nettes über die Politiker. Ja, Sie dürfen sogar was Nettes über Assad schreiben. Es wird immer noch viel besser bewertet als was Böses. Ja? Und jetzt nur noch mal zum Vergleich mit Merkel. Was wollte ich denn damit? Merkel is a bad. Oh, das ist schon mal nicht so gut. Also, ich hoffe, dass Ihnen Google da auch gleich ins Wort fällt, wenn Sie sowas anbringen in einem Forum oder unter einem Video oder einem Artikel als Kommentar. Merkel ist eine schlechte, nicht so gut. Versuchen wir es mal mit gute. Gute. Oh. Ah, nee, klar, das war ja Deutsch. Das kann er nicht. Ist eine gut. Ja, na bitte. Schon geht das. 1% nur noch Toxizität, ja. Also, wir können uns aber gleich mal noch einen Gegencheck machen, ob Namen nicht doch eine Rolle spielen, oder ob es nur um gut und schlecht geht, ja. Also nur um ein positives oder ein negatives Weltbild. Also, machen wir das Ganze mal mit Putin. Oh. Putin, das ist ja wirklich Hardcore. Ohne Filter, Bösewicht. Ah ja, also das ist gleich das Neunfache. Also 9% könnte das toxisch sein, obwohl ja hier steht, Putin ist ein guter Reiter, Schütze, Koch, Modellflieger, keine Ahnung. Oder auch Präsident, ja. Bei Merkel war das nur 1%, ne? Merkel ist eine gute.
Das ist nur zu 1% toxisch. Aber dass Putin ein Guter sein könnte, das ist schon, irgendwas ist da faul. Ja? Also das hängt hier wirklich nur am Namen, haben Sie es gesehen, ja? Und jetzt machen wir mal die ganz bösen Hardcore-Tests. Ja? Also wie gesagt, das hier sind ganz einfache Tests dieser Software, nicht etwa meine Meinungen oder sowas, ja, es sind aber auch Meinungen, die auf dem Internet kursieren, ja. Aber um das jetzt hier noch mehr zu pointieren und rauszuarbeiten, jetzt machen wir das mal mit Hitler. Psst. Achtung, Hitler. Hitler ist a good 71% toxisch, also hier sehen Sie, dass der Name eine Riesenrolle spielt. Dass Hitler irgendein guter irgendwas gewesen sein könnte, ist unmöglich. Ist, naja, nicht unmöglich, aber zu 71% ist das eine toxische Meinung. Da kann nur eine toxische Meinung dabei rauskommen. Oder lag es an dem großen I? Ich glaube nicht. Moment. Nein, lag es nicht. Gut. Also, dann machen wir das selber mal mit bad, ja? Hitler is a bad 98%. Das heißt, das Schlechte überwiegt immer noch den Inhalt. Also die Eigenschaft schlecht ist wichtiger als der Name hier. Also es ist sozusagen immer noch schlechter zu sagen, Hitler ist ein Schlechter, als zu sagen, Hitler ist ein Guter. Ja? Also dass Hitler ein Guter ist, ist zwar auch natürlich problematisch, wird hier als problematisch angesehen, 71% toxisch, aber dass Hitler ein Schlechter ist, das ist zu 98% toxisch. Also das heißt, die Eigenschaft schlecht, das geht gar nicht nach der schönen neuen Internetwelt, sondern selbst Hitler wird noch besser bewertet oder als weniger toxisch angesehen, wenn man ihn als gut bezeichnet oder sagt, er hat was Gutes gemacht oder irgend sowas. Ja? Gut, was hätten wir denn noch für Tests vielleicht? Ach ja, genau, wir könnten einfach mal nur die Namen testen. Nur die Namen. Also Hitler. Okay, 87% toxisch. Ja? Dann Putin. 64%. Interessante Skala. Also ist jetzt sozusagen Putin so ein Zweidrittel Hitler oder was? Ja, was ist denn jetzt mit Merkel? Merkel nur 24% toxisch. Schon viel, viel besser. Ja, aber passen Sie mal auf, das ist noch gar nichts gegen Clinton. Clinton. Nur 1% toxisch. Oh, welche Lichtgestalt. Clinton. Ich liebe sie und ihn natürlich auch. Also, und Google liebt sie auch. Also, da können wir gar nicht falsch liegen. Schreiben Sie einfach mehr Gutes über Clinton. Dann sind Sie der Top-Scorer auf allen Kommentarseiten. Ja? Und natürlich unseren Lieblingsmedienbösewicht Trump. Naja, das ist natürlich signifikant drüber. Also allein der Name Trump, 17% Wahrscheinlichkeit, dass das als toxisch wahrgenommen wird. Ja. Also wenn Sie wirklich, wirklich beliebt sein wollen auf Kommentarseiten, schreiben Sie was Nettes über Clinton. Oder noch besser, machen Sie es ganz kurz, schreiben Sie einfach nur hin Clinton. Ach. Das wird durchgewinkt ohne Ende im Eiltempo. Ja, das ist ganz toll. Oder warten Sie mal, diese besondere Vorliebe für Clinton können wir vielleicht noch genauer untersuchen. Clinton is good. Ja, 0%. 0%, das sieht man fast nie. 1%, 3%, 4%, das sind schon die Topscorer sozusagen. Ja. Aber 0% toxisch. Ja, jetzt versuchen wir es mal mit Clinton is bad. Moment. 66% Toxizität. Ja, also Sie sehen schon, das geht so gar nicht. Also Sie müssen mal ganz dringend Ihre ganze Kommentarstrategie überdenken. Ja, Gott sei Dank haben wir Google. Ja, also jetzt machen wir es mal ganz einfach. Ja, nehmen wir einfach nur gut und schlecht. Okay, zum Beispiel gut, ja, das Adjektiv gut, da, 0% likely to be
perceived as toxic. Jetzt versuchen wir nur mal das Adjektiv bad. Oh, 63% Wahrscheinlichkeit, dass das als toxisch angesehen wird. Von Moderatoren, anderen Kommentatoren, von Redakteuren und so weiter, von Internetseiten, wo dieses Tool eingesetzt werden soll. Natürlich kann man das irgendwann auch überall einsetzen, auf jeden beliebigen Text anwenden. Ja? Jetzt wollen wir nur noch mal wissen, auf welchem Mist ist denn dieser Scheiß gewachsen? Ja? Auf welchem Mist ist das gewachsen? Ja? Klar, natürlich auf dem Mist von Google, ja. Das ist ja klar, aber dahinter stehen ja Personen, ja. Und einer ist natürlich Eric Schmidt, der Google-Gründer und der ganz große Google-Zampano. Und einer seiner engsten Mitarbeiter, der hierfür verantwortlich ist, der das entwickelt hat, ist Jared Cohen, ja. Also ein gewisser Jared Cohen hier, ein sympathischer junger Mann, finden Sie nicht? Er war absolvierte ein Praktikum im Außenministerium der Vereinigten Staaten und wurde 2006 Mitarbeiter im Planungsstab, dem er auch nach dem Amtswechsel von Condoleezza Rice zu Hillary Clinton angehörte. Ach so, daher vielleicht so seine kleine Clinton-Verliebtheit. Kann man ja ihm nachsehen, ja. Oh, im September 2010 verließ er die Regierung und wechselte in die außenpolitische Denkfabrik Council on Foreign Relations. Holla, klingelt's da? Der Council on Foreign Relations ist das zentrale Lenkungsinstrument des amerikanischen Imperiums, sowohl nach innen als auch nach außen. Fast jeder namhafte Politiker und Präsident und Geheimdienstmann und Militär sitzt da drinnen, eine einzige große Verschwörung, eine P2-Loge, so wenn man so will. Und übersetzt heißt das Rat für auswärtige Beziehungen, was natürlich sehr, sehr freundlich klingt. Man könnte es allerdings auch übersetzen mit Rat für einseitige Einmischung. Das trifft es, glaube ich, besser. Und kurz darauf wurde Cohen Gründungsdirektor von Google Ideas. Mensch, da kam ihm die Idee, als er so im Council on Foreign Relations mit seinen Imperialisten-Kumpels zusammensaß. Könnten wir nicht mal was gründen wie Google Ideas? Ja? Und aus dieser Schmiede stammt Google Perspective, das neue Tool. Und er hat ja auch Bücher geschrieben. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit Eric Schmidt zusammen. Ja? War natürlich prompt ein New York Times Bestseller. Julian Assange hat über dieses Buch also geschrieben. Das Buch von Cohen und Google-Gründer Eric Schmidt verherrlicht die Rolle der Technologie bei der Umgestaltung der Menschen und Nationen nach dem Geschmack der weltweit dominierenden Supermacht, ob sie nun umgestaltet werden wollen oder nicht. Die Prosa ist knapp, die Argumentation zuversichtlich und die Weisheit banal. Dieses Buch ist ein blasses, sachliches Werk, in dem keiner der Autoren die Sprache besitzt, um das titanische, zentralisierende Böse, das sie konstruieren, zu sehen, geschweige denn auszudrücken. Ja, was heißt, sie können das nicht sehen, sie wollen es einfach gar nicht sehen und sie sind eigentlich ein Teil dessen, dieses zentralisierenden, in Anführungszeichen, Bösen, das hier Assange beschrieben hat. Gut, das war's für heute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja, dann wollte ich Sie nochmal hinweisen auf mein aktuelles Jahrbuch, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2017. Diese Ausgabe ist momentan unter schwerem Beschuss. Es wird also juristisch dagegen vorgegangen. Es gibt Leute, die wollen bestimmte Passagen aus diesem Buch heraushaben, gelöscht haben oder geschwärzt haben, was auch immer. Und ich kämpfe natürlich bis zum Letzten auch um diese Formulierung, weil es sich nicht um Fehler handelt, sondern weil ich der Meinung bin, dass das absolut von der freien Meinungsäußerung gedeckt ist. Aber es könnte sein, dass dieses Buch in dieser Fassung nicht mehr lange erhältlich ist. Natürlich arbeite ich schon an der nächsten Ausgabe 2018. Die wird also im Januar, wie immer im Januar, erscheinen. Vielen Dank wie immer für Ihre Treue. Alles Gute und bis bald.